Hallo und herzlich willkommen zur 12. Episode von Let's Play Don't Starve. Mein Name ist Giacomo Molnar und du befindest dich auf dem Barquet-Channel. So wie es aussieht, haben wir kaum noch was zu fressen und wir werden jetzt erstmal kochen. Auf, koch den Scheiß. Letzte Folge. Was ist letzte Folge passiert? Wir haben uns hier komplett bei den Schweinen eingenistet und haben festgestellt, wir brauchen Bison-Kacke oder Kacke von irgendwas anderem, also Pupu, um unsere Büsche hier wieder genießbar zu machen. So, warte mal, wir tun das Gold mal hier rein. Okay, hatten wir irgendwo Bisons? Okay, es sieht schlecht aus. Hier oben waren diese, genau, hier waren diese krassen, kranken Wesen. Wir können natürlich auch einfach Fleisch und so Zeug sammeln und das unseren Schweinchen geben. Die machen dann ja auch Häufchen, also das wäre natürlich auch möglich. Ja, mein kleines Schweinchen. Hatten wir nicht auch einen Schweinefreund, also einer, der uns beschützt und so? Scheinbar nicht. Okay, Holz haben wir noch 3. Wir brauchen aber auch neues Holz. Gut, der Baum wird erstmal gefällt. Auf Baum, verpiss dich. Mach ich kaputt. Kaputt, Junge. Sorry. Geht doch. Und den hier noch. Gut, jetzt haben wir ein bisschen was. Wir können hier auch mal direkt welche pflanzen. Nachher gibt es noch wieder irgendwelche Baumungeheuer, Waldungeheuer. Mit denen wollen wir uns ja eigentlich nicht so unbedingt anlegen. Das muss ja nicht sein. Okay. Okay, hier wohnt auch ein Schweinemann. Okay, wir brauchen irgendwas zu essen. Das ist eins. What the fuck? Das sind irgendwelche komischen Pflanzen, mit denen will ich mich nicht anlegen. Definitiv nicht. Überhaupt nicht. Ha, aber das ist, was ich suche. Wow, 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 warum bist du denn böse auf mich? Ich hab dir doch gar nichts getan. Ach du Scheiße. Tu mir doch nichts. Okay, mit ins Grüne kommst du also nicht. Da haut er mir erstmal volle Kanne eine rein. Ich wollte doch nur dem sein Häufchen klauen. Ich würde dem armen Kleinen doch nie was tun. Also, weil ich mich allein schon nicht trauen würde, weil er so groß ist. Ja, euch klauen wir jetzt erstmal das Blümchen. Das ist bestimmt der böse Einfluss von diesen komischen Blumen, die da oben wachsen. Weil ich glaube nicht, dass der mich sonst angreifen würde. Ich bin so ein netter Mensch mit Hut und Terroristenbart. Okay. Ich renne jetzt dahin, klau das Ich weiß nicht. Okay, hier sind Spinnen, mit denen wollen wir uns jetzt auch mal nicht anlegen. Aber wir klauen dem sein Häufchen auch noch. Gut. Können wir jetzt dem sein Häufchen klauen, ohne dass er uns... Oh mein Gott, enraged das Vieh. Okay, wir rennen da jetzt hoch. Okay, er sieht uns nicht, er sieht uns nicht. Häufchen geklaut. Wir haben ein Häufchen geklaut, wir haben ein Häufchen geklaut. Ich weiß auch nicht, warum ich mich deswegen so freue, aber wir brauchen nur mal Häufchen oben. Können wir hier oben lang? Nein, hier oben können wir nicht lang. Das heißt, wir müssen wieder da unten rum lang. Ob das so gut ist, weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal weiter nach hier unten. Vielleicht sind da noch mehr Beeren, mit denen wir uns... Seeds, die nehmen wir natürlich auch mit. Der hat ein neues Häufchen gelegt. Okay, dreh dich um. Du siehst uns nicht. Nein, du siehst uns nicht. Das sammeln wir erstmal hier. Seeds, ja. Du siehst uns nicht. Du siehst uns nicht. Häufchen. Er hat es gesehen, oder? Nein, hat er nicht. Juhu. Wir haben überlebt. Das ist natürlich mehr als Premium. Was gibt es hier drüben? Gibt es hier auch irgendwo? Oh, Häufchen. Nehmen wir mit. Nimmst du es mit? Ach, das ist das Häufchen. Alter, warum sind die denn hier so aggressiv? Ja, du bist so hungrig, interessiert mich gerade nicht. Wir müssen Häufchen sammeln. Okay, eigentlich brauchen wir auch was zu essen. Aber wir haben nun mal nichts. Kann ich da auch nichts für. Okay, hör auf rumzukreichen. Wir brauchen irgendwas zu essen, sonst sterben wir. Ich will da nicht reinspringen. Ich hab da ganz viel Angst vor, da reinzuspringen. Also hier sind tonnenweise Hasen auf jeden Fall. Hätten wir jetzt noch eine Hasenfalle, wäre das natürlich. Okay, die Blumen machen Hai, mit denen will ich mich nicht anlegen. Hier scheint noch ein Schweinchen zu wohnen. Bären, perfekt. Mitnehmen. Weil unser Essen wird lower und lower. Noch mehr Bären, optimal. Optimal! Gut. Ich glaube, wir rennen jetzt wieder hoch, machen unser Feuer an mit den paar Holz, die wir haben. Und
Dann sollten wir in der Lage sein, wenigstens eine weitere Nacht zu überleben. Laufen wir in die richtige Richtung. Ja. Hier waren unsere Schweine. Oder? Ja, das sind unsere Schweine. Gut, let's go. Hier war irgendwo ein Weg. Weg, wo bist du? Hier war das Wurmloch. Da ist der Weg. Und jetzt heißt es wieder vorbei an den kleinen Bisons. Oder was auch immer das ist. Ohne dass sie uns hoffentlich angreifen, weil, ja, wie wir eben gemerkt haben, eine Kopfnuss von denen tut durchaus weh. Da hilft uns unser. Ich nehme das mal mit, ja. Oh shit, 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 shit. Ich nehme das nicht mit, ist ja gut. Ich will dein Häufchen gar nicht haben. Warum hat er so einen roten Arsch? Ist das normal? Okay. Ich glaube, die sind besessen oder so von Satan. Die würden mir doch normal nie was tun. Die sind doch so super, super lieb, ja. Und niedlich und kuschelig und überhaupt und flauschig. Ja, da ist so ein böser Geist. Ich habe ihn genau gesehen. Nein, 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 du tust mir nix. Du tust mir nix, du tust mir nix, du tust mir nix. Nein, 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 nein. Du willst mir gar nicht nachrennen. Genau, bleib schön stehen. Ja, jetzt bin ich auf dem Weg, jetzt bin ich eh schneller. Hahaha, fuck you. Fuck you all. Was ist das? Das, immer mit, das braucht er jetzt nämlich eh nicht mehr. Tüp-tüp-tüp-tüp-tüp. Das braucht er nicht mehr. Und wir haben jetzt fünf Seile. Vier? Fünf? Wo sind sie da? Fünf. Ja, wunderbar. Da gab es hier noch gratis Seile. Spinnen. Ach. Das erinnert mich an meine Spinne, die bei mir im Bad wohnt. Die ist nämlich riesengroß. Und letztens, als ich aus der Dusche kam, meinte sie auf einmal, sie müsste an mir hochkrabbeln. Und ja, dann habe ich sie erstmal angeschrien. Aber sie kam wieder und ja. Also erstmal kam sie nicht wieder, sie hat sich irgendwie versteckt. Genau. Kämpf du mal mit den Spinnen. Ich renne hier ganz unauffällig entlang. Ich würde dir helfen, aber mir geht's nicht so gut. Oh, scheiße. Okay. Ich muss hier zwischenlagern. Das hat alles keinen Sinn. Ich muss nämlich was essen. Sonst sterbe ich. Ich will nicht sterben. Gut. So, wo muss ich denn hin? Ich bin vollkommen viel zu weit gelaufen. Ich muss da runter. Oh, das heißt, hier sind auch. Nein, ich will den Baum jetzt nicht fällen. Komm jetzt mit. Exakt. Das heißt, hier oben sind auch irgendwo die Spinnenmenschen. Nicht die Spinnenmenschen, diese komischen Wildschweine oder was auch immer das ist. Diese wilden Schweine. Nein, 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 nein. Okay, wir brauchen eine Fackel, sonst sehen wir nämlich überhaupt nichts mehr. Okay. Oh mein Gott, da ist irgendwas im Dunkeln. Da auch. Hilfe! Ah! Ich habe Angst. Wo muss ich denn hin? Okay, ich muss nach rechts laufen. Ich laufe jetzt einfach nach rechts. Okay. Okay, komm, 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 komm. Okay, es speichert. Yeah, es speichert und leckt überhaupt nicht während das. Yeah. Okay, da ist ein Loch. Schweinekönig, bist du hier irgendwo? Ah, hier ist der Schweinekönig. Das heißt, hier ist irgendwo mein Feuer. Da ist mein Feuer. Und. Ah, überlebt. Das ändert allerdings nichts an der Sache, dass ich immer noch Hunger habe. Sprich, wir kochen jetzt mal hier gleich die Samen und snacken die dann weg. Gut, die Fackel brauche ich jetzt nicht mehr. Gut, dann können wir hier mal fertilisieren. Hier mal fertilisieren. Komm, komm. Klick und klick und klick und klick. Also, ich finde es jetzt sehr angenehm, wenn hier jetzt mal. Wo kommt denn der her? Ja, klar, besser er als ich, aber trotzdem, wo kommt der her? Was ist das denn? Okay, ich muss hier irgendwas machen. Nein, den kriegst du nicht, der ist mir. Ich muss hier irgendwas bauen. Ich baue eine Falle oder so. Fallen? Alter, dieser Riesenkäfer da, der macht mir Angst. Kann der mir was tun? Wahrscheinlich, weil ich Hunger habe. Ich habe. Oh doch, ich habe einen Hasen. Der wird jetzt umgekloppt. Wieder gegrillt. Dann wieder gesnackt. Besser als gar nichts, würde ich mal behaupten. Okay. Ich muss eine Farm bauen. Dafür brauche ich Holz. Ich brauche mehr Holz. Okay. Wir gehen Holz fällen. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Holz fällen.
Da ist dieser komische, böse Baum, der mir irgendwie ein bisschen Angst macht. Dieses Käferding rennt mir schon wieder nach. Ich finde dieses Käferding mehr als merkwürdig. Was ist das? Jetzt ist es verschwunden. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht den großen Baum da anschlage, also den grimmigen hier. Weil ich glaube, das wird diesem grimmigen Baum nicht gut gefallen, wenn wir ihm wehtun und er sieht aus, als wenn er uns töten würde. Ohne irgendwas nachzufragen. Also nicht mal so ansatzweise. So, jetzt haben wir hier ein bisschen... Was ist das? Nein, die will ich nicht essen. Die töten mich vermutlich oder so. Okay, wir bauen eine Basic Farm. Die bauen wir hier hin, unterhalb vom Schweinekönig. Hi Schweinekönig. Da pflanzen wir das ein. Ich weiß, du hast Hunger, aber da kann ich doch jetzt auch nichts machen. Ich meine, was wir natürlich machen können, wir können zu dem Sinkhole gehen. Wir schlagen das auf und gehen da rein und gucken, was passiert. Gut. Vielleicht gibt es da drin was zu essen. Ich glaube nämlich, also ich brauche irgendwas, was mir Hoffnung gibt, dass wir was zu fressen finden. Weil, so langsam, ja, sieht das nahrungstechnisch blöd für uns aus. Und auch wenn wir da oben jetzt 12 Büsche oder so viel stehen haben, wenn da nichts dran wächst, bringt uns das ja auch nichts. Okay. Hier rennt das einsame Schwein rum. Das heißt, hier müsste bald das Sinkhole kommen. Da. Das hier. Gut. Dann hau du das mal kaputt. Ja, super. Und weiter drauf rumhauen. Okay, wir drehen jetzt mal die Map. Da sind die komischen Augen. Wir gehen jetzt rein. Okay. Ich habe ein bisschen Angst. Okay, es wird generiert. Da rennt ein dicker Hase rum. Das sieht ein bisschen aus wie Alice im Wunderland. Komische Magma. Spinnen. Ich mag keine Spinnen. Okay, fuck, hier ist es dunkel, würde ich mal behaupten. Hallo? Hier irgendwer? Nein, die würde ich schon gerne mitnehmen. Okay, hier scheint. Da ist wieder der komische Riesenkäfer. Verpiss dich, komischer Riesenkäfer. Mitnehmen. Sieht nach Essen aus. Okay, lebendes Essen. Scheiß drauf, man kann es essen. Alter, dieser Sound allein hier macht mich agieren. Es ist dunkel, es ist dunkel, es ist dunkel. Ich krieg ganz viel Angst. Seil, komm, komm. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Das hat ja alles gar keinen Sinn. Vor allem, weil es hier drin kein Essen gibt. Wenn es hier drin wenigstens Essen gäbe. Aber nein. Kann ich so ein Schwein essen? Nein, ich kann nicht schlecht ein Schwein essen. Okay, ich werde jetzt diese Mandrake kochen und gucken, was passiert. Ich habe irgendwie schlechte... falsche Tasten. Warum läuft mir dieser Käfer hinterher? Der macht mir auch Angst. Ich weiß nicht, was das ist. Ich gucke da gleich nach der Aufnahme mal in Wikipedia, glaube ich, was das ist. Weil das kann ja schlecht sein, dass da so ein komisches Vieh mir nachläuft und mir Angst macht und ich nicht weiß, was es ist und ja. Nee, das finde ich nicht gut. Vielleicht sind hier ein paar Bären? Paar Bären? Nee. Gut, dann machen wir jetzt hier mal ein Feuerchen. Und grillen das Ding. Oh, okay, das hat mir voll auf die Fresse gegeben. Egal. Wow, volles Essen. Und Tag 16. Oh, okay, passt. Wir sind immer noch so komische Geisterkulturen. Ich glaube, ich muss was bauen. Ich muss ein bisschen Science basteln hier. Wissenschaft. Ich brauche Steine und Planken. Gut. Also, unser Job ist es, mehr Holz zu sammeln. Aber diese Mandrake, die war gut. Also die hat mir so mehr oder weniger das Leben gerettet, würde ich mal behaupten. Gut, würde ich mal behaupten. Sehr schön. Da ist dieser komische Riesenkäfer, aber er kommt mir nicht sehr nah. Ja, das ist dein Platz, ich weiß. Ich will deinen Platz auch gar nicht haben. Hier, guck mal, willst du das essen? Guck mal, magst du das? Ja, scheinbar hat es ihm gefallen. Oder auch nicht, ich bin mir nicht so ganz sicher. Was diese Symbole des Schweines überhaupt behaupten. Und ja, was diese Riesengeister schon. Ja. Die macht mir Angst, ich sag's euch, die macht mir Angst, die ist mir nicht ganz geheuer.
Okay, sieht so aus, als wenn. Oh! Sieht so aus, als wenn vor allem die Zeit auch zu Ende ist. Gut, dementsprechend renne ich mal kurz zu unserem Lager zurück. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Don't Starve. Ciao, ciao und euch noch einen schönen Tag.